Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen zu einem neuen Vlog aus Madeira. Viele von euch fragen sich bestimmt, oh mein Gott, Victor, seit wann hast du so eine dunkle, sexyhafte Stimme? Ich komme hier direkt. Ja, ich bin leider ein bisschen erkältet, also mir tut nichts weh oder so, aber man fühlt, dass der Hals verschleimt ist und das ist leider ein bisschen ungünstig. Ich wurde gestern von meinen Freunden aus Deutschland überrascht, die sind nämlich hier auf Madeira und wollten mit mir coole Sachen machen, beziehungsweise ich wollte mit denen coolen Sachen machen und jetzt bin ich so... Aber ich versuche das Beste draus zu machen und auf diese wunderschöne Reise nehme ich euch natürlich mit. Übrigens habe ich meinen Schlafrhythmus endlich gefixt. Es ist 9 Uhr morgens. Normalerweise stehe ich immer um 12 auf und es fühlt sich gut an. So sieht das Meer also an morgen aus. Crazy, sag ich dazu nur. Heute begeben wir uns in so einen richtig schönen asiatischen Garten. Da war ich schon mal mit Jonas und ich wollte das denen, die jetzt hier sind, unbedingt mal zeigen. Und euch werde ich das natürlich auch zeigen. Wir haben Taxi gerufen. Das ist übrigens kein Lodi. Da, wo wir jetzt hingehen, der Ort nennt sich Monte. Es gibt da zwei botanische Gärten. Ein botanischer Garten ist ein bisschen wack, muss ich ehrlich sagen. Das andere ist übertrieben schön. Und wir gehen zu dem hässlichen. Überall Kameras. Richtiger Kamera-Session hier. Ja. Ich habe die kleinste Kamera hier. Ich habe die große. Hier sind wir angekommen. Naja, also meine ist auch groß. Ja, ich glaube, wir fahren eine Weile hoch. Das wird so ungefähr 20 Minuten dauern. Da oben, du merkst es auch gleich, ist es auch kühler als da unten. Also vor einer Woche gab es hier mal einen Unfall, weil hier ist auch wirklich einer runtergefallen. Nein, ja. Das sagst du denen jetzt. Das ist wirklich irgendwann mal passiert, dass hier jemand mit der Gondel runtergefallen ist. Aber es ist, glaube ich, ein Jahr hierher oder so. Und du hast hier manchmal so Gebäude. Die sehen übertrieben modern aus. Und ein Gebäude weiter ist einfach ein Lost Place. Yo, lass eine Lost Place-Tour gehen. Ja. Boah, hätte ich auch. Gibt es hier welche? Ja, es gibt 100. Guck mal, als ob das da unten nicht ein Lost Place ist. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind hier im Monte Garden. Montana Black hatte zu viel Geld, wusste nicht, wohin damit. Hat sich hier einen eigenen Garten erschaffen. Da hinten sind auch große Marmorstatuen von ihm selbst und Kylo. Spaß, hier wurde schon Duke of Squad gedreht. Das sieht man doch. Ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera sieht, aber da unten sind so richtig viele rote Keufische, die jetzt essen, Mann. Ja. Scheiß mal auf Vegetarismus. Was auf Madeira passiert, bleibt auf Madeira. Ja. Hier ein bisschen Wasser-ASMR für euch. Oh, guck mal, da liegt eine geile. Japan-Garten, Düsseldorf. Geil. Spaß, wir sind immer noch auf Madeira. Das erkennt man daran, dass hier so ganz viele kleine Keufische sind. In Düsseldorf gibt es keine. Ich mache gerade so ein Anstar-Battle gegen diese Schildkröte. Und der Bruder will nicht aufgeben. Also ich werde schon sehr schüchtern. Ich kann das nicht. Ich bin zu shy. Freunde, ich habe zufällig meine Madeira-Homies gefunden. Das ist Olaf. 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 Der macht nicht reingeguckt. Der macht nicht... Du Pisser. Wir laufen gerade den ganzen Berg wieder hoch. Und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich so ungeliebt. Nevermind. Wir fahren wieder runter. Wie fandest du den Garten? Sehr nice. Der war schön, oder? 10 von 10? Ja, 11 von 10 mindestens. Was findest du? Ja. Okay, so schön fand ich das jetzt auch. Ja. Inzwischen bin ich wieder zu Hause. Und ich bin mit dem Stream. Yo, Party. Ja, jetzt, Rasse, guck mal, jetzt wollt ihr alle vorkommen. Ich glaube, ich streame ungefähr 1,5 Stunden, weil ich einfach merke, ich darf meine Stimme nicht überanstrengen. Ich bin ja krank. Wie ihr wisst, das ist der Moment, wo ich keine Stimme mehr besitze. Streamen war eine gute Idee. Hier wurde Mario Kart zerstört. Und danach hat mich der Bruder zerstört. Ja? Ja. Oh scheiße, ich hab Joy-Con Drift. Wir können Mario Party nicht spielen. Ja gut, dann muss ich jetzt wohl schlafen gehen. Hallo Freunde, es ist ein neuer Tag und ich habe meine Stimme Spaß, ich habe meine Stimme zurück. Wir geben uns jetzt zum Meer, springen ins Meer, legen uns mit den Wellen an. Ich habe absolut keine Ahnung, wie kalt oder wie warm das Meer ist. Aber juckt, Leute. Ich finde, man sollte einfach häufiger im Leben juckt sagen. Wisst ihr, wie ich meine? Juckt. Genau. Übrigens, das Quietschen hinter mir, das ist Dido. Es ist nicht SpongeBob. Ich weiß, es ist so laut, dass man mich nicht mehr hören kann. Ich meine, ihr seid ja eh alles Lippenleser, ne, Chat? So sieht es hier übrigens aus, Leute. Ah, jetzt kommt ein Auto und deswegen kann ich nicht vernünftig mit euch reden. Ich hasse Autofahrer und Taxifahrer. Ach, dann wollen wir uns mal mit den Wellen an den... Wow. Ja, RIP, Leute. RIP, das war's. Freunde, ich lebe noch. Die Wellen rasten richtig aus, wie ihr gesehen habt. Und mir ist was richtig Dummes passiert. Und zwar haben Vince und ich für unsere Wohnung eine Putzkraft. Und vor ein paar Tagen habe ich mit ihr einen Termin ausgemacht. Für heute. Ich habe das komplett vergessen. Ja, und eben hat sie mir geschrieben, ich stehe vor deiner Tür. Kannst du aufmachen? Ich lese das hier am Strand, denke mir, oh,
Also normalerweise bin ich super organisatorisch und vergesse nichts. Aber ausgerechnet, das vergesse ich. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe mit ihr geschrieben, habe mich tausendmal entschuldigt. Und wir haben das jetzt für morgen ausgemacht. Ich habe ihr geschrieben, dass ich irgendwo in der Stadt bin. Aber ihr zu sagen, ey, ich chill am Strand, hab dich einfach vergessen. Am besten noch so ein Foto machen, ey, guck mal, ich bin gar nicht zu Hause. Wäre vielleicht ein kleines bisschen asozial gewesen. Aber hat sich geklärt. Ich dachte, du kannst gern weiter singen. Dito sagt, ihr sollt alle sterben. Ich dachte, ich habe meine Sonnenbrille verloren, weil ich habe sie in den Wellen verloren. Aber genau dann, wo wir gehen wollten, genau dann, wo wir den Strand verlassen haben, haben das angespült. Und jetzt gehen wir Shisha-Bar, weil wir dachten uns, ey, was machen wir noch diese Nacht? Und alle so, komm, Digga, lass mal Shisha-Bar. Wir werden aber nichts rauchen, soweit ich weiß. Also wir trinken einfach nur ein bisschen Cocktails und so. Für mich rauchen jetzt wäre eh nicht die schlauste Idee. Oh, ich habe die Sonnenbrille vergessen, Leute, weil bei Nacht, ja, ich will so wenig sehen wie möglich, weil draußen über hässliche Menschen sind. Guck mal, Leute, da ist unser Whirlpool. Aber wir dürfen nicht mehr rein. Denn es ist nach 22 Uhr. Dito, du darfst da nichts mehr machen nach 22 Uhr. Ich würde da jetzt nicht reingehen, die haben da vorhin gewünscht. Oh, stimmt. Ich schwöre auf alles, das ist nicht ausgedacht. Wir waren vorhin am Pool. Wichswasser. Das ist jetzt wirklich kein Spaß. Wir waren vorhin am Pool und hier haben zwei gebimselt. Und das Krasse ist, die fanden das geil, dass wir denen zugeguckt haben, beziehungsweise, dass wir das gesehen haben. Die haben so gemacht und dann so. Da schlägt's aber 13, Freunde. Das war wirklich ein Tohubaho. Es ist wieder ein neuer Tag. Ich habe immer noch keine Stimme mehr. Aber gleich gucken wir uns Delfine an und vielleicht sogar einen Wal. Ich war schon mal hier auf so einem Boot und wir haben uns Delfine angeguckt, aber einen Wal habe ich bisher noch nie in meinem Leben gesehen. Sehen wir den Wal? Auf jeden Fall safe Wal. Jetzt habe ich große Hoffnung, dass wir wirklich einen Wal sehen. Wenn nicht, dann ist sie schuld. Wir manifestieren das. Okay, ich manifestiere kurz. Krank, wir werden ja wirklich einen Wal sehen. Wir fahren jetzt weiter, ne? Haut rein. Also eigentlich war der Plan, Delfine zu sehen, aber stattdessen haben wir übertrieben viele Wale gesehen. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Zwischenstopp gemacht, um baden zu gehen. Keine Ahnung, ob man das sehen kann, aber da oben ist so eine Aussichtsplattform. Da kann man drauf stehen und der Boden ist so transparent. Also man kann straight runter gucken. Definitiv nichts für Leute mit Höhenangst, aber ich persönlich fand es geil, als ich da oben war. Gebt euch mal diesen wunderschönen Sun Under Gang. Und diese Wolke sieht so bedrohlich aus. Wir waren gestern Abend sozusagen noch feiern. Ausgerechnet da vergesse ich meine Kamera. Es gab gestern nämlich ein bisschen O-Saft für uns. Ein Meter O-Saft. Vielleicht auch 2 Meter. Oder 3 oder 4. Wir hatten übertrieben viel Spaß und seit einigen Tagen haben auch die Clubs auf Madeira auf. Da bin ich aber im Gegensatz zu den anderen nicht mehr mitgekommen, weil ich immer noch ein bisschen angeschlagen bin von der Erkältung. Deswegen bin ich gegen 2 Uhr morgens nach Hause gefahren und die anderen sind noch in den Club Copacabana. Ja, der heißt wirklich so. Mir wurden einige Videos geschickt und ich muss zugeben, sieht schon nicht schlecht aus. Dieser Club ist genau unter einem Casino und vielleicht ist es ganz gut, dass ich nicht mitgekommen bin, weil eventuell hätte ich noch ein Gründchen Book of Ra gespielt. Kinder, macht das nicht. Das war der erste Vlog von dieser Vlog-Serie und wenn es euch gefallen hat, schreibt es unten in die Kommentare rein und hinterlasst ein Like. Weil ich möchte in Zukunft ein bisschen mehr Vlogs drehen und deswegen brauche ich Resonanz. Wie gefällt euch das? Soll ich mehr Vlogs machen? Wie ist es geschnitten? Weil ich schneide ja selbst. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns. Haut da rein. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute. Give me your Eddie, we pullin' it to your bed and then we gon' put it to red and don't click clap.